Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Anissa Esfanoni. Ich sage herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Maritime Innovation Updates, wo mein Kollege Herr Rendel ein interessantes Thema präsentieren wird, und zwar, wie man mit KI gegen LKW-Staus vorgeht und vor allem, wie man die Vorhersagen durch Vorhersagen minimieren kann. Olaf, ich gebe an dir rüber. Ja, vielen Dank, Anissa, für die Einleitung. Und noch mal ein schönes Moin von mir an alle Zuhörer. Wie angekündigt, möchte ich heute darüber reden, wie man durch KI LKW-Staus vermeiden oder vermindern kann. Und fange gleich mal an, entsprechend mit der Problemstellung, die Problemstellung zu erläutern. Gerade im Hamburger Hafen kennen wir das, die Infrastruktur ist begrenzt und gerade wenn es jetzt darum geht, noch weiter den Hafen auszubauen, sind die Möglichkeiten da entsprechend die Infrastruktur zu erweitern sehr begrenzt. Darum braucht es andere Methoden, um entsprechend die Verkehrslast zu senken. Auf der anderen Seite kommen wir durch diese Probleme der Infrastruktur auch zu stark schwankenden Wartezeiten und Aufenthaltsdauern bei logistischen Knoten. Das erhöht auf der einen Seite den Personalbedarf und den Gerätebedarf für bei Peaks, ausgelöst durch den unkontrollierten Zulauf. Und auf der anderen Seite gibt es Planungsunsicherheiten auf Seiten der Spediteure und Trucker, die eine optimale Disposition dadurch verhindern. Das ist auch nicht wirklich förderlich für den im Moment herrschenden, für diese Wartezeiten. Von daher haben wir uns überlegt, okay, wie wäre es, wenn wir in einem Projekt Ankunftszeiten und Aufenthaltsdauer in logistischen Knoten berechenbarer machen? Vorforschungen haben wir dazu gemacht, die haben gezeigt, dass wir mit einem Demonstrator durchaus Vorhersagen erschaffen können. Und gerade auch durch die KI können wir da gute Ergebnisse erreichen. Da wir nicht so genau sagen können, was sind denn eigentlich die genauen Einflüsse, die jetzt die Aufenthaltszeiten und Ankunftsraten beim Depot beeinflussen. Und eine genaue Modellierung ist da entsprechend von unserer Seite nicht möglich. Und dadurch die Idee, klar, durch KI die Erfahrungen, die beispielsweise ein Mitarbeiter üblicherweise über die Jahre erlangt, durch KI nachzuahmen. Insgesamt sollte das übergehen in ein Entscheidungsunterstützungssystem, das den Kunden dann vermehrt hilft, in weniger frequentierte Bereiche auszuweichen und natürlich dem logistischen Knoten hilft, besser auf die Peaks sich vorzubereiten. Das Ganze haben wir in einem Projekt mit dem Hamburger Leercontainer Depot HCS gemacht, Hamburger Container Service. Und genau. Hier nochmal zusammengefasst die Vision. Also Abfertigungszeiten erlauben eine optimierte Tourenplanung für die Spediteure und die Prognose von Ankunftsraten erlaubt die verbesserte Einsatzplanung an Containerdepot. Dadurch wird der logistische Knoten entlastet. Es kommt zu weniger Staus, Überlastungen und dadurch kann die Infrastruktur besser genutzt werden. Jetzt kommen wir mal zur genauen Vorhergehensweise im Projekt. Konkret aus der Auswertung der Ankunfts- und Abfahrtszeitstempel. Durch eine frühere Datensammlung des Depots konnten wir hier bereits eine Historie von Werten von bis zu 3 Jahren erlangen. Nach einer anfänglichen Datenanalyse konnten wir dann sagen, okay, Anomalie Detection erstmal durchführen. Beispielsweise, wenn der Ausfahrtszeitstempel vor dem Ankunftszeitstempel liegt, dann wissen wir, okay, hier liegt irgendetwas im Argen und wir können da entsprechend mit diesen Daten handhaben. Auch sehr lange Aufenthaltszeiten, wenn
Ausfahrtszeitstempel beispielsweise in weiteren oder Tage erst nach dem Ankunftszeitstempel waren, dann kann man auch sagen, okay, da ist etwas im Datensatz nicht sauber und entsprechend musste bereinigt werden. Auch wurden zusätzliche Sachen untersucht, beispielsweise, ob es einen Einfluss gibt vom Typ des Containers oder ob es einen Unterschied macht, ob der Container abgeholt, geliefert oder beides, also eingelagert und ein anderer Container abgeholt wird. Mit dem gesäuberten Datensatz und den Erkenntnissen wurde dann weiterverfahren und dann direkt in das KI-System eingepflegt. Genau genommen haben wir hier ein neuronales Netz genommen und entsprechend zunächst die Input-Parameter festgelegt. Containertyp haben wir uns entschieden zu unterscheiden zwischen Plattform-Containern und sonstigen, was überwiegend 40-Fuß-Container waren. Alle weiteren waren quasi so selten, dass sich das nicht wirklich durchsetzen, irgendwelche anderen Trends durchsetzen konnten. Dann, ob ein Container eingelagert und abgeholt wurde. Natürlich auch irgendwie die Gate-In- und Gate-Out-Zeit, da wir Vorhersagen haben wollten für bestimmte Zeitslots, wurde das als Input mit reingegeben. Und Wochentage. Durch Wochentage konnte der Rhythmus innerhalb der Woche sehr gut abgebildet werden. Montag weniger los, Freitag weniger los, das Groß passiert halt dazwischen. Und natürlich Feiertage haben sich herausgestellt, dass sie einen großen Einfluss haben. Beispielsweise Weihnachten, da sieht man davor und danach, also vorwiegend davor, höhere Ankunftsraten und ein Loch in den Ankunftsraten gibt es versetzt natürlich mit den Schiffen das chinesische Neujahr, das etwa mit 20 Tagen Verzögerung hier im Hamburger Hafen ankommt. Weitere Inputs wurden auch im Rahmen des Projektes betrachtet, konnten allerdings nicht hinreichend umgesetzt werden, wie beispielsweise Verkehrslage oder Wetterlage im Umfeld des Depots. Kommen wir nochmal genau zu dem Netz. Was wir da genommen haben, für die Ankunftszeiten haben wir ein Feed-Forward-Netz genommen, eins ohne Gedächtnis, weil wir da nicht davon ausgehen, dass der Wert davor größeren Einfluss hat auf den Wert, den wir jetzt beispielsweise für diese Stunde berechnen. Also der Wert vor einer Stunde sollte nicht Einfluss haben auf den Wert von dieser Stunde. Und für die Abfertigungsdauern haben wir dann tatsächlich ein Netz genommen mit Gedächtnis, nämlich da ist es klar, wenn ein Depot letzte Stunde ausgelastet war, überlastet war, dann sollte das eigentlich auch Auswirkungen haben auf die Abfertigungszeiten von jetzt. Kurz die Ergebnisse nochmal hier dargestellt, die Prognosen in Rot, die realen Daten in Blau. Trotz der wenigen Input-Parameter konnten wir relativ gute Prognosen generieren. Also die Trends sind erkennbar und was besonders schön war, war, dass man, wenn man beispielsweise bei den Ankunftszeiten über 80 kam, sieht man, konnte man in den Vorhersagen in der Regel immer gesehen, dass es dann auch einen Peak in den Abfertigungszeiten gab. Haben wir Rücksprache gehalten? Ja, also irgendwie mit dem Depot gehalten. Ja, irgendwie scheint das so, dass ab 80 das Depot überlastet ist, meinten die. Ja, das ist das, was wir auch erkannt haben. Also, wenn man das nicht weiß, dann eignet sich das tatsächlich dazu, entsprechend da die Vorhersagen zu nutzen, um auch ein bisschen mehr über das Depot zu wissen. Im Mittel konnten wir für die kommende Woche eine Abweichung von plus minus 6 LKW vorhersagen und die Abfertigungszeit mit plus minus 8 Minuten, was aus unserer Sicht eigentlich schon ganz gut war. Jetzt hören wir natürlich nicht da auf, sondern wir machen auch weitere Folgeprojekte. Jetzt beispielsweise gerade das Projekt Kickly, wo wir versuchen, noch weitere Datenquellen in diesen Prototypen mit einfließen zu lassen. Das Ganze ist über den MFAN, über den BMVI gefördert und wir nutzen da die MCLIDE
die uns öffentliche Datenquellen zur Verfügung stellt. Und dann ist ganz klar, wir bauen Schnittstellen zu den Datenquellen, die uns die Endcloud gibt. Beispielsweise die Verkehrsstärken, die Wetterlagen, die wir vorher nicht berücksichtigen konnten, lassen die in die Berechnung einfließen und dann veröffentlichen wir das wieder durch eine offene Schnittstelle, beispielsweise auch in der M-Cloud, um da entsprechend den Praxiseinsatz zu fördern, sodass im Optimalfall die Fuhrunternehmen sogar unsere Werte nehmen können, um ihre Touren zu optimieren und das dann eventuell als bessere Schätzung auch nochmal dem Depot mitzuteilen, um so eine gesamtheitliche Optimierung zu ermöglichen. Was denn am Ende wieder zurück auf die ursprüngliche Sache, die Verkehrsauslastung in Hamburg durch weniger Staus durchaus entspannen kann. Das war's von mir. Und jetzt freue ich mich auf eine rege Diskussion und für weitere Fragen hier auch nochmal meine Kontaktdaten. Ja, vielen Dank, Olaf. In unserem Q&A-Bereich gibt es die Möglichkeit, Fragen zu posten. Ich habe auch schon die erste Fragen bekommen. Und zwar, die Lösung scheint für Firmen, die Slotbuchung durchführen, nicht geeignet zu sein, sagt ein Zuhörer. Ist das richtig? Also für die, die halt vorher abmachen mit den Leuten, wann sie ankommen. Also zu Slotbuchung muss man sagen, ja, natürlich, bei Slotbuchung entfällt der Bedarf für Ankunftsraten, weil die ja gegeben sind durch das Slotbuchungssystem und auch die Abfertigungszeiten können dadurch kontrolliert werden. Allerdings gibt es da andere Sachen, die interessant sind, beispielsweise No-Show-Quoten. Also wie viele LKWs kommen denn kommen tatsächlich wie angemeldet? Wie viele kommen verfrüht, wie viele kommen verspätet? Und da kann man entsprechend mit dem gleichen Ansatz einen anderen Output generieren. Also nicht mehr die Anfertigungszeiten, sondern die No-Show-Quoten oder halt entsprechend die Early Arrivals oder Late Arrivals. Ja, vielen Dank. Da kann ich mir vorstellen, dass da Leute interessiert auch daran sind, die Slotbuchungssysteme haben. Es gibt noch eine weitere Frage. Es geht um, ob man sich diese Lösung als ein fertiges System vorstellen soll, die einfach eingesetzt werden kann und nicht viel angepasst werden muss. Das ist sozusagen, ob die Zuhörer jetzt erwarten, dass wir dort ein fertiges System installieren und die Ergebnisse einfach da stehen, dann die Prognose ist getan. Da kann man klares Jein zu sagen. Also auf der einen Seite geht es nicht anders, dass man sich anguckt, okay, was ist jetzt eigentlich beim logistischen Knoten vorhanden? Was für Daten bekomme ich eigentlich? Was für eine Historie sind da? Die Datenanalyse ist da unerlässlich, auch die Arten und Weisen der Anomalie herauszufinden. Allerdings danach, dass die Daten dann, wenn man die Daten definiert hat, kann man sagen, okay, wir nutzen das neuronale Netz, Copy-Paste in dem Sinne, passen ein bisschen die Parameter an, je nach Kundenbedarf, und dann hat man auch wieder die Lösung zu diesem Problem. Von daher, also ein klares Jein, kommt drauf an. Ja, danke. Also ohne Datenanalyse geht irgendwie nicht und ohne, dass man auf die Spezifika der Firmen halt und deren Eigenschaften geht halt, es gibt keine so generelle Lösung für alle Firmen. Ich habe noch eine weitere Frage. Wurden ETA-Meldungen eingeschlossen? Ich vermute mal die ETAs von Schiffen. Das haben wir versucht. Wir hatten da allerdings nicht so richtig eine vernünftige Schnittstelle, muss ich gestehen. Wir haben da mit Segellisten der HALA gearbeitet und die Ergebnisse da waren tatsächlich, ich sag mal, nicht schlüssig. Also sprich, wir konnten sehen, okay, dann und dann sind große Schiffe angekommen, haben aber keine Umgebung entsprechend in den Daten gefunden, wo sich das niedergeschlagen hat. Also das kann man sich auch eventuell erklären dadurch, dass, wenn man sich überlegt, okay, ein Schiff kommt an, dann passiert der Umschlag, das dauert seine Zeit. Der Container bleibt auch erstmal noch einen
mindestens ein paar Stunden, eventuell sogar Tage noch im Terminal. Und dann hat man entsprechend glättende Effekte, die Schiffsankünfte, ich sag mal, nicht mehr relevant machen. Aber wie gesagt, wir hatten nicht wirklich genügend Daten, um das tatsächlich auszuschließen. Von daher muss man sagen, nee, nach unserem Stand würden wir jetzt eher sagen, Schiffsankünfte sind eher weniger interessant. Von daher. Es sei denn, man hat mehr Informationen dazu. Genau, man mehr Informationen hat, dann geht das eventuell besser. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Ist es möglich, die Vorhersagen auf andere Verkehrsknoten, zum Beispiel Schleusen, Engstellen auf der Wasserstraße anzupassen, zu adaptieren? Das ist tatsächlich sehr interessant. Im Prinzip denke ich schon, denn das Modell ist recht abstrakt gehalten. Wir sagen, okay, wir haben historische Daten, noch ein paar Sachen, wo wir tatsächlich wissen, das hat große Einflüsse auf die entsprechenden Ankunftsraten, Abfertigungsraten. Und dann kann man im Prinzip da auch sagen, ja, Datenanalyse, neuronales Netz drauf und man hat eine Vorhersage und kann sich darauf einstellen. Ja, das würde ich auch so zustimmen. Ja, da es keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich mich bei den Zuhörern und bei dir auch für den schönen Vortrag und lade Sie herzlich ein zum nächsten Vortrag nächste Woche. Da ist unser Kollege Johannes mit AirCode, eine biologische Rumpfbeschichtung zur Effizienzsteigerung in Schiffen. Vielen Dank und schönes Wochenende. Vielen Dank von mir auch noch und tschüss.